Eine wichtige Dämmmaßnahme ist ganz sicherlich die oberste Geschossdecke. Gebäude im Alter von typischerweise 30 Jahren sind meist noch mit sehr wenig bis gar keiner Dämmung ausgestattet in der obersten Decke. Dort ist wirklich viel zu holen. Das heißt, da geht es wirklich um bei einem klassischen Einfamilienhaus um 800 bis 1000 Liter Öläquivalent. Und es ist eine sehr einfache Maßnahme. Viele Objekte haben eine doch ebene Fläche am Dachboden. Das einzige Handicap ist vielleicht, dass vorher zusammengeräumt werden muss. Aber ansonsten ist es eine der effizientesten und günstigsten Dämmmaßnahmen. Man muss jedoch Rücksicht nehmen auf den Brandschutz, das heißt Anschluss zum Kamin hin muss berücksichtigt werden und dann wiederum Anschlüsse im Detail, das heißt der Anschluss von der Decke zur Außenmauer oder von der Decke zur Dachfläche, das muss im Detail geplant werden. Aber ansonsten ist es eine der effizientesten im Sinne von wirtschaftlichsten Maßnahmen im Zuge einer Sanierung.